Meine letzten Videos beschäftigten sich mit verdecktem Narzissmus und auch das heutige Video möchte ich unter diesen Aspekt stellen. Verdeckter Narzissmus, doch heute geht es darum, was macht verdeckter Narzissmus so gefährlich? Also einmal haben wir ja gesehen in den letzten Videos, wie es schwer ist, ihn zu erkennen. Doch heute soll es darum gehen, wie verdeckter Narzissmus eine große Gefahr für seine Opfer darstellt. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert-Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher und der Gründer des Instituts für Burnout, Deutsches Institut für Burnout. Und ich möchte dir zu diesem Thema ein Buch vorstellen. Verdeckter Narzissmus, hier geht es genau um dieses Thema. Verdeckter Narzissmus und die Gefahren, die darin lauern, auch hier an einem Beispiel aus der Bibel aufgezeigt. Und dass es auch unter Christen dieses Phänomen gibt, ist leider so. Doch was macht den verdeckten Narzissmus so gefährlich? Um das wird es in diesem Video gehen. Das Problem bei Narzissmus, verdecktem Narzissmus, ist tatsächlich der erstmal, dass man ihn schwer versteht, schwer erkennt, schwer entlarven kann, weil er sich nicht offen zeigt. Nach außen sind diese Menschen wie andere Menschen auch. Sie sind hilfsbereit, sie sind freundlich, sie sind oftmals charmant, sie kommen sehr gut an. Eigentlich Menschen, die man sich gerne als Mitmenschen wünscht, außer man ist ihr Opfer. Dann erst merkt man, mit wem man es wirklich zu tun hat. Doch ein Großteil der Menschen um den Narzissten werden es nicht merken, weil sie nicht betroffen sind. Die Betroffenen wissen es, aber ihnen wird dann oft nicht geglaubt, weil es so unvorstellbar ist, dass dieser Mensch so böse sein kann. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber was ist das Gefährliche daran? Erstmal ist es ein Problem, das nur auftritt bei den verdeckten Narzissten, wenn ihnen etwas gegen ihren Willen läuft, wenn sie die Kontrolle verlieren, wenn sich ihr Opfer, die Menschen, die um sie sind, nicht so verhalten, wie sie es erwarten, wie sie es wünschen, wie sie das von ihrem Anspruchsdenken her für sich in Anspruch nehmen. Es kommt ein Nein, es kommt etwas gegen sie, das sie nicht so wünschen, dass ein Mensch frei entscheidet, dass er eigene Wege geht, dass er sich aus dem Kontroll- und Machtbereich des Narzissten herausbewegt, dann ruft es in diesen Menschen etwas hervor. Erstens, sie sehen, sie verlieren die Kontrolle, sie sind außerhalb der Macht und sie fühlen sich gekränkt, beleidigt, da kommen wir nachher noch drauf, aber sie fühlen sich gekränkt und sie denken, dass an ihnen jemand schuldig geworden ist. Das heißt, jemand hat einen Fehler gemacht an ihnen und jetzt sollten sie eigentlich, wenn man mit Fehler umgeht, darüber reden und man sollte sie vergeben und dann geht's weiter. Und hier ist das große Problem des Narzissten, dass wenn an ihm, seiner Meinung nach, ein Fehler begangen wurde, dass er nicht vergeben kann. Es ist für ihn wie ein Angriff auf seine Person. Er sieht nicht die Sache, er sieht den Angriff auf seine Person. Also wenn du zu einem Narzissten Nein sagst, dann ist es nicht Nein zur Sache, sondern Nein zu seiner Person. Und das ist jetzt etwas ein Fehler, den du begangen hast, den er vergeben sollte, aber Narzissten können nicht vergeben. Und daraus folgt, wenn sie nicht vergeben können, dann wirst du, weil du einen Fehler an ihnen begangen hast, ihrer Meinung nach, zur Zielscheibe für ihre Rache. Sie sind rachsüchtig. Sie sind darauf aus, es dir heimzuzahlen. Also diesen Fehler an dir auch in irgendeiner Form klar zu machen, dass du ihnen zum Missfallen gelebt hast. Und jetzt sinnen sie auf Rache und sie wollen dir Schmerz und Leid zufügen. Das heißt, sie fügen dir wieder Leid und Schmerz zu, damit du wieder gefügig wirst. Also sie fügen zu, um dich gefügig zu machen, und ihnen ist kein Mittel zu schade, um das zu erreichen. Sie wollen dir wehtun.
Das ist das, was so schlimm ist, was die Narzissten, die Verdeckte, so gefährlich macht. Sie wollen dir Schmerz zufügen, sie wollen dir wirklich Leid zufügen. Es geht darum, dir zu zeigen, schau, du hast mich beleidigt, ich zahle dir das mit doppelter, mit dreifacher Münze heim. Der Bibel steht mal, wer mich schlägt, der soll 7-mal geschlagen werden. Aber das ist so eine Sache, die man verstehen kann. Narzissten können nicht vergeben. Sie sinnen auf Rache. Sie sind rachsüchtig. Sie sind daran interessiert, dir mit Schmerz und Leid, die sie dir zufügen, dich wieder gefügig zu machen. Ein ganz, ganz übles System, wer mit einem verdeckten Narzissten zu tun hat, dass er nicht vergeben kann. Es geht nicht. Sein System kennt Vergebung nicht, weil er ja immer für seine Fehler Rechtfertigungen hat und eigentlich auch keine Vergebung der anderen braucht, sondern Rechtfertigungen hat, warum er vielleicht mal etwas falsch gemacht haben könnte. Das Zweite, das den Narzissten so gefährlich macht, ist, er ist sehr, sehr schnell beleidigt. Das heißt, er ist sofort gekränkt, wenn irgendetwas gegen seine Person geht, dann ist er mit Leid gefüllt, das heißt beleidigt, du hast ihn mit Leid gefüllt und dieses Leid dreht er jetzt rum und möchte es dir auch heimzahlen, das heißt hier diese Rache, diese ganze Geschichte, das heißt dieses leicht beleidigt sein kommt aus dem Anspruchsdenken, sie halten sich für etwas Besonderes. Sie würden das nie sagen, sie sagen genau das Gegenteil, ja ich bin ja nichts Besonderes und ich bin wie jeder andere und dann hörst du das Ganze, bla bla bla. Ihr Anspruchsdenken, sie haben das Recht, dich zu kontrollieren, dich zu manipulieren, dir zu sagen, wie dein Leben zu verlaufen hat. Dieses Anspruchsdenken ist da und du sollst sie dafür beweihräuchern. Und wenn du das nicht machst, wenn du hier einmal versagst, dann sind sie beleidigt. Das ist wie eine Majestätsbeleidigung, die dann mit harter Strafe, mit Sanktionen, mit drakonischen Maßnahmen, bedacht werden muss, damit du wieder in die Rolle kommst, die sie für dich ausgewählt haben. Das heißt, sie haben dann für sich einen gerechtfertigten Rückzug, beleidigt, da war was, das hat mir nicht so gepasst, dann ziehe ich mich zurück, lasse erstmal eine schlechte Stimmung da, damit du dich dann wieder darauf einstellen kannst und dann geht das Bombardement los, so lange, bis du einknickst, klein beigibst, dich entschuldigst für Dinge, die nicht zu entschuldigen sind, weil nichts da war. Sie wollen, und das ist etwas, das daraus ergibt, sie wollen auch nicht vergessen. Wenn du mit einem Narzissten zu tun hast, einem Verdeckten, und dir passiert mal ein Fehler, und jetzt kommt es zur Aussprache, dann kannst du darauf gehen, dass eine ganze Litanei aufgelistet wird, was du doch alles schon an ihm verbrochen hast, und dass du eigentlich schon allein durch dein Dasein die Rechtfertigung und dein Recht verloren hast, selbstständig zu leben, du musst für ihn da sein. Die Litanei wird größer. Sie können nicht vergessen, sie können nur rächen. Sie können nicht vergessen, vergeben, vergessen. Lass uns bei Null beginnen. Bei ihnen ist Null immer. Die Liste ist da und hier beginnt Null und dann kommt noch etwas obendrauf. Sie können nicht vergessen. Sie sind dabei sehr kleinlich, weil sie unsicher sind, sind sie sehr kleinlich, legen alles auf die Goldwaage. Achten mit Argusaugen darauf, dass ja niemand ihre Schale, die sie haben, nur ankratzt, dass jemand an ihren inneren Kern kommt und deswegen auch die Unsicherheit und deswegen dieses Beleidigtsein, dieses nicht vergeben können, weil sie dadurch ihren Panzer scheinbar stärken, weil sie ja immer mehr Rechtfertigungen haben, warum auch jetzt dieser Schritt gerechtfertigt war, den sie jetzt ausgeübt haben, weil du ja schon so viel falsch gemacht hast, dann muss man es dir doch mal richtig zeigen. Also richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Und der hängt natürlich auf ihrer Seite, hängt an ihrem Gürtel. Und das Ganze kommt daher, dass sie denken, dass du rechtlos bist. Ja, du hast kein Recht, mit ihnen normal umzugehen, sondern du musst ihnen untertan sein. Und wenn dann die Sache jetzt in irgendeiner Form ausgesprochen ist, das heißt, die Stimmung wiederhergestellt ist, dann ist kein Interesse des Narzissten, dass die Sache besprochen wird. Es wird nie um die Sache gehen, es wird um die Stimmung gehen. Und dann machen wir doch weiter wie bisher, als wie wenn nichts geschehen wäre. Das heißt, sie können nicht vergeben, sie hauen dir eine rein, sie drücken es dir rein. Wenn dann
die Sache soweit wieder stimmungsmäßig in Ordnung ist, lass uns nicht mehr drüber reden bis zum nächsten Mal, dann holen sie alles wieder hervor, dann dürfen sie wieder drüber reden, weil du ja so böse bist. Aber die Sache wird nie geklärt. Und wenn du sie klären möchtest, dann sind sie noch beleidigter, dann geht das Spiel nochmal von vorne los, weil sie ja dann wieder angegriffen sind, wenn man sich um die Sache kümmert und nicht um ihre Person und ihnen vorhält, wie ihre Reaktion dann war, dann sind sie noch beleidigter. Das heißt, mit einem Narzissten auf sachlicher Ebene die Dinge regeln zu wollen, ist fast unmöglich, weil sie es nur über die Stimmung machen und die Stimmung auf ihre Seite ziehen. Deswegen ist auch die einzige Möglichkeit, mit Narzissten einigermaßen vernünftig leben zu können, Emotionen raus. Keine Gefühle auf der Stimmung, kein Zugeständnis mehr. Lass uns die Sache regeln. Wenn das nicht geht, regeln wir gar nichts. Aber das ist schwer, weil es ja hier auch um Beziehungen geht. Es geht um Miteinander und man wünscht sich ein normales Miteinander. Doch wenn man erkennt, dass man es mit einem verdeckten Narzissten zu tun hat, weil die Reaktionen da sind, weil er sich jetzt hinreißen lässt, seine Maske beiseite schiebt und sein wahres Ich herauskommt, das er wirklich ist, rachsüchtig, er kann nicht vergeben, er ist kleinlich, er ist schnell beleidigt, all das, was er nach außen ja nicht sein will, wenn das rauskommt und du weißt, es ist ein versteckter Narzisst, versuch deine Emotionen aus der Beziehung zu nehmen. Er spielt über deine Emotionen, er wird dich mit Schuldzuweisungen, mit all dem in die Verantwortung nehmen. Er wird versuchen, dich wieder gefügig zu machen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video zeigen, dass der verdeckte Narzisst die große Gefahr in deinem Leben ist, wenn du sein Opfer bist. Hat dir das Video gefallen? Gib mir gerne den Daumen hoch, abonniere den Kanal, drücke das Glöcklein und teile das Video, weil es so wichtig ist, dass Menschen verstehen, warum andere reagieren, wie sie reagieren und ob ihr Partner in der Beziehung oder euer Chef oder ein Elternteil narzisstische Züge haben, dass er versteht, woher diese Reaktionen kommen. Ich wünsche dir auf dem Weg in die Freiheit viel Kraft und sende dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.